Hi und Servus. In diesem Video geht es um Gehölzschnitt. In diesem Fall geht es um Obstbaumschnitt. Wir schneiden heute einen Apfelbaum. Was wir dazu brauchen ist eine Schere und eine Säge. Zuallererst klären wir mal die Schnitttechniken, wie wir schneiden und wie es für die Pflanze am allerbesten ist. Wir machen vor allem den Schnitt, weil wir die Pflanze erziehen wollen und ihr sagen, in welche Richtung sie wachsen soll. Zu groß, nicht zu breit wird und so weiter. Wenn mir ein Ast zu lang ist, kann ich ihn einkürzen. Dann muss ich entscheiden, auf welchen Ast gehe ich und leite so gesehen die ganze Kraft ab. In dem Fall sage ich, der Ast ist mir zu lang und ich möchte, dass die Pflanze mehr in die Richtung wächst. Dann gehe ich mit der Schere hin, setze an und mache leicht schräg, etwa im gleichen Winkel, wie der abgehende Ast ist, einen Schnitt. Und leite so gesehen die ganze Kraft vom Ast dann hier in diesen Ast hinein. Das gleiche kann ich auch machen, um auf Knospen abzuleiten. Dafür suche ich mir eine Knospe aus, die an der gewünschten Breite oder Höhe ist und schneide hier auch wieder leicht schräg ab, aber bei der Knospe ist zu beachten, dass ich ein paar Millimeter stehen lasse, weil das nochmal zurücktrocknet und wenn das zu weit eintrocknet, trocknet die Knospe mit ab. Und als letztes noch, wie man Ast am Stamm wegnimmt. Den Ast möchte ich raushaben, das setze ich einmal mit der Säge an, relativ nah am Stamm und schneide den ab, dass ich noch ein paar Millimeter stehen gelassen habe, aber so nah wie möglich am Stamm dran. Dann als erstes schauen wir uns den Baum mal aus der Ferne an, gehen ein paar Schritte zurück und schauen an, wie er so gewachsen ist übers Jahr. Hier in dem Fall sieht man, dass er links mehr hat als wie rechts. Dem muss ich mit dem Schnitt ein bisschen entgegenwirken. Also muss ich links ein bisschen mehr, vor allem in der Höhe, einkürzen als wie rechts. Und auch links ein bisschen mehr an Ästen rausnehmen, dass das wieder im Gleichgewicht ist. Gut, und dann können wir starten. Jetzt ist zu entscheiden, welchen Ast fördere ich über die Jahre und welchen nehme ich ihm jetzt raus, die mir nichts bringen oder die gar keine Bedeutung haben. Hier in dem Fall, dieser Ast geht hier einmal quer, kreuzt mit dem anderen und hier in der Mitte bringt er mir nichts. Deswegen nehme ich ihn ganz raus. Setze ich wieder hier an der Gabel. Schneide den Ast hier raus. Hier in dem Fall entscheide ich, der Ast muss raus, der bringt mir nichts, der liegt hier auf dem anderen drauf, die scheuern sich auf, deswegen setze ich hier einmal an und nehme den Ast ganz raus, den ich nicht mehr brauche. Hier in dem Fall entscheide ich, die zwei bringen mir nichts, die nehme ich raus, ich fördere den Ast, damit er hier eine neue Gabel rausmacht. Setze hier an der Gabel. Nehme den Ast raus. Hier in dem Fall sieht man, was passiert, wenn ich ein bisschen zu extrem am Baum schneide. Der reagiert dann mit Wasserschösslingen, die einfach senkrecht nach oben gehen. Da ist zu beachten, dass ich im nächsten Jahr nicht alle rausschneiden kann, sondern nur so etwa 50% bis 2/3 und die anderen, die übrig bleiben, muss ich einkürzen. Dann nehme ich einfach hier auf das Fruchtholz mit der Blüte und schneide hier wieder ab. Und mit den Informationen schneiden wir einmal den ganzen Baum durch. Okay, jetzt haben wir den Baum einmal geschnitten. Und was noch zu beachten ist, dass wenn wir ihn schneiden, dass wir, wenn wir oben schneiden, also einkürzen, dass die Seiten ein bisschen niedriger werden, dass wir so gesehen einen natürlichen, runden Wuchs hinbekommen. Was beim Apfelbaum auch noch wichtig ist zu beachten, wenn ich ableite oder was ich fördere und nicht, ist der Unterschied zwischen einer Blattknospe und einer Blütenknospe. Die Blattknospe ist immer direkt am Ast dran und relativ klein und die Blütenknospen sind alle auf so einem kleinen Hölzchen, auf einem Fruchtholz dran und etwas breiter und dicker. Gut, das war's im Großen und Ganzen, wie man Obstgehölz schneidet.
Bei Fragen oder Anregungen einfach unten in die Kommentare. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Adios!